Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und es ist wieder mal mitten in der Nacht. Ich bin gerade dabei, die Oscar-Verleihung zu gucken, warum auch immer. Heute ist übrigens auch der heftigste Sturm des Jahrhunderts. Draußen ist vorhin schon ein Müllbeutel vorbeigeflogen. Ach, was ein Müllbeutel, was rede ich denn? Eine Rolle Klopapier hinterher. Was das erste war, weiß ich nicht mehr. Und habe ich mir gedacht, werde ich mir mal was Feines gönnen, falls es der letzte Tag auf Erden ist. Wir haben wieder was gesehen, im Kaufland entdeckt. Ihr kennt ja alle Curry King, die Marke für die Currywurst. Und die haben hier verschiedene Sachen, neben dem normalen Curry King und dem Curry King extra scharf und dem Curry King vegan. Gibt es jetzt zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll, den, wir nehmen einfach mal den. Junge, warum bewegt sich die Kamera von alleine? Das ist aber nicht normal. Das ist der Sturm Sabrina oder wie der auch immer heißt. Wir haben hier einmal den Curry King Pulled Pork Snack. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Hier steht auf jeden Fall neu. Fix und fertig in 2 Minuten. Curry King Pulled Pork Snack. Den kann man wieder hier abziehen. Hier habt ihr unten schön Curry extra scharf. Unten drin, ihr habt einen Piekser, ne? Falls ihr euch nicht die Hände schmutzig machen wollt, esst ja auch immer das so mit der Hand raus, glaube ich nicht. Den wollen wir auf jeden Fall mal testen, den Curry King Pulled Pork Snack. Und als wäre das nicht schon genug, habe ich jetzt auch noch den hier gefunden. Curry King Hot Dog Style als Limited Edition. Das interessiert mich, da mache ich auch mal hier unten die Tüte ab. Da haben wir auch, was haben wir hier, Röstzwiebeln. Röstzwiebeln extra für den Original Hotdog Style Geschmack. Und nochmal ein Piekser für jedes Auge, also ein. Das legen wir jetzt mal hier verteilt. Ich zeige euch nochmal kurz die 2 Verpackungen. Dann haue ich das alles in die Mikrowelle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier also Maika Curry King Pulled Pork Snack mit voll viel Barbecue Soße. Dabei mag ich gar keine Barbecue Soße. Hier eine schöne dicke fette Gabel. Mal gucken, ob das dann auch so aussieht, wenn das fertig ist. Stecht ihr da auch immer mit der Gabel rein, dass da so Löcher dran sind, drin sind. Und hier also den Hotdog Style. Hier seht ihr, wie bei einem normalen Hotdog, eben lauter Gebambel drauf. Hier aber eben Hotdog-Würstchen geschnitten in Hotdog-Soße mit Gurkenstückchen und Röstzwiebeln. Die Röstzwiebeln müssen wir ja aber, wie gesagt, extra da noch drauf machen. Das packen wir jetzt mal hier in die Mikrowelle, melden uns gleich zurück. Der ganze Ständer hier fliegt durch die Gegend. Jetzt ist was kaputt gegangen. Wir melden uns gleich beim Probieren. So, wir fangen mal hier drüben an mit dem Pulled Pork Snack. Eigentlich muss ich mich beeilen, weil es war gerade Werbung, habe ich die reingehauen, jetzt musste ich warten bis zur nächsten Werbung. Das Gute ist, es ist sowieso immer zu alle 2 Minuten Werbung. So lange ist es zwar schon wieder kalt geworden, aber egal. Das kann ich dann in Adi geben, da hat er was zum Abschlecken. Ne, das schlecke ich natürlich selber ab. Sieht auf jeden Fall schon mal eklig aus, schwimmt hier so rum. Richtig komische Konsistenz. Wir packen aber auch mal das Currypulver oben drauf. Probieren das dann mit dem beigefügten Spicker. Oh, wie dumm ist das denn? Das hängt links und rechts in der Ecke drin. Geh doch mal runter, Bruder. Wie macht ihr das, wenn ihr so Currypulver habt? Gar nicht. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 10 Stunden. Ich krieg das nicht raus. Das soll doch mal hier runtergehen in den Rest. Sag mal, ist das nass oder irgendwas? Ah, Junge, geh doch, du dreckiges. Ach, wo geht das überhaupt auf? Wenn ich es jetzt hier oben aufmache, fällt doch alles raus, oder? Ich versuche einfach mal hier oben am. Ja, das dachte ich mir. Jetzt war es natürlich nicht weit genug. Jetzt ist es nämlich trotzdem nicht auf. Wenn ich jetzt hier weiter dran rumfrotze, dann fliegt irgendwann alles sonst wohin. Digga, ich brauche mal den Spieß hier. Vielleicht kann der mir helfen. Jetzt habe ich den, spreche ich doch den Drecksspieß ab, oder was? Ihr seht schon, das wird nix. Das ist richtig gay. Jetzt müsst ihr hier rumexperimentieren. Mit der Gabel versuchen, ins Tütchen
reinzustechen, das hier aufzufriemeln, dass ihr das irgendwo habt, um es dann drüber zu streuen. Junge, wer macht sowas? Geh doch rein! Ich raff das nicht. Oh. Oh. Jetzt ist die Tüte auch noch runtergeflogen mit dem Currypulver, alles in die Nase gestiegen, dass man gleich am Niesen ist. Aber guckt mal, wie schön das aussieht, wenn das Currypulver hier drauf kommt. Erst geht's nicht raus, jetzt geht's noch weniger raus. Wir tun mal einfach alles hier drauf verteilen. Das esse ich nämlich nicht alleine, meine Mom ist noch da. Die guckt die Oscars, die freut sich bestimmt, wenn die gleich das ganze Currypulver da drauf sieht. Ich muss jetzt mal die Tüte hin und her. Alter, ist das eine Sauerei. Kauft euch niemals Curry King. So, der ganze Tisch ist voll. So sieht es also jetzt hier aus. Der Pulled Pork Snack. Wir probieren einfach mal hinten nur die Soße. Ja, schmeckt ein bisschen flach. Probieren mal die Soße mit Pulver. Ja, das Pulver ist scharf auf jeden Fall. Wir probieren mal so einen Fetzen von dem Fleisch. Okay. Jetzt machen wir es mal noch ein bisschen rum. Oh. Also das Scharfe finde ich gut. Das Scharfe merkt man. Ich glaube, das kann meine Mom nicht essen. Bleibt wieder mehr für mich. Das Fleisch finde ich jetzt aber nicht so prickelnd. Da habe ich schon Pulled Pork Burger gegessen und alles. Oder selbst diese Pulled Pork Sachen, diese, die du dir in den Ofen reinschmeißt, diese Vakuumversiegelten. Und das ist so zart und lecker. Das ist irgendwie wie Ragu Feng. So ähnlich, ein bisschen zerrig. Also die Soße finde ich okay. Die Schärfe finde ich auch okay. Aber das Fleisch an sich ist jetzt nicht unbedingt meins. Hätte ich mir was anderes gewünscht. Eine andere Konsistenz. Also würde ich lieber den normalen Curry King, glaube ich, essen. Anstatt diesen Pulled Pork Snack. Wer aber auf dieses Gerupfte steht, der freut sich sicherlich. Oh, das riecht auf jeden Fall richtig genial. Ihr habt schon so eine richtig zwiebelige, gurkige Note in der Nase. Ich hoffe, hier gibt es jetzt keine bösen Erwachen. Jetzt haben wir nämlich hier die Röstzwiebeln. Die können wir wenigstens schön nach unten schütteln. Das Tütchen richtig groß aufreißen, dass wir hier eine große Öffnung haben. Und das hoffentlich jetzt drauf verteilen. Hier, das sieht man, das geht wunderbar. Schön die Röstzwiebeln oben drauf. Ich habe drüben auch noch einen ganzen Bottich rumstehen mit anderen Röstzwiebeln, diese großen. Wo es immer im Einzelhandel gibt für 99 Cent. Kann man also nach Belieben nochmal nachrösten, um es mal so auszudrücken. Da nehme ich auch extra den zweiten Spieß. Ich weiß gar nicht, welcher zu welchem jetzt gehört hat. Ist das egal? Ich glaube, die große Gabel ist für das Pulled Pork, weil das ja eben alles so gerupft ist. Und das ist halt wirklich nur zum Anpieksen, weil ihr da ja diese Wurststückchen drauf habt. Das riecht auf jeden Fall schon mal richtig gut nach Hotdog. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das was kann. Hätten eigentlich erst die Soße wieder probieren müssen. Mmh. Gut, finde ich jetzt nicht so toll. Nicht so prickeln. Schmeckt mir, glaube ich, die Soße vom Pulled Pork besser. Auch das Scharfe vom Pulled Pork
Gefällt mir richtig gut. Ihr habt hier leider nichts Scharfes. Schmeckt ein bisschen muffig, finde ich. Und gönnt euch lieber diese Hotdogs, die es schon fertig gibt, so eingeschweißt wie diese Hamburger, wo einfach nur Käse drauf ist und eine Wurst in einem Brötchen. Wenn ihr euch das kauft, warm macht, oben Ketchup drauf, einen Faden drüber gezogen und dann Röstzwiebeln draufgeschmissen aus einem Eimer, dann hat das auf jeden Fall einen viel kräftigeren Geschmack als das. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, ob das jetzt an der Wurst liegt, an der Soße von der Wurst, an den paar kleinen Röstzwiebeln, aber so ein richtiges Hotdog-Feeling habe ich auf jeden Fall nicht. Schmeckt eher eigentlich wie eine Linsensuppe mit Würstchen. Da bin ich also komplett enttäuscht von dem Geschmack. Das gibt mir gar nichts. Hier finde ich den Geschmack auf jeden Fall tausendmal besser, obwohl ich mit der Konsistenz von dem Fleisch unzufrieden bin. Da brauche ich was anderes. Am besten man mischt das alles und isst es dann zusammen. Aber geschmacklich ist das auf jeden Fall schon mal besser. Nur anderes Fleisch, da Wiener rein. Das wäre wunderbar. Ich glaube, der Curry King normal bleibt immer noch das Beste, bleibt immer noch unübertroffen, wenn es darum geht, diese ganzen neuen Kreationen, die sie dir mal raushauen. Muss man sich nicht geben. Kann man mal probieren, aber auf die Dauer ist das eh nichts. Warum verspreche ich mich eigentlich so viel? Vielleicht, weil es 3:45 ist und ich eigentlich schon komplett fertig mit der Welt. Aber egal. Das war wieder ein kleiner Test. Habt ihr das schon mal probiert? Den Curry King Hotdog Style oder den Curry King Pulled Pork Snack? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr am besten findet. Es gibt natürlich genug günstigere Alternativen generell zu Curry King, die man auch empfehlen kann. Damit macht man nie was falsch für zwischendurch. Aber die zwei Chaoten hier würde ich nicht unbedingt empfehlen. Würde ich auch nicht nochmal kaufen. Muss ich jetzt leider essen. Oder was heißt leider? Ja, so 3:45 isst man gerne mal ein bisschen Wurst und Pult. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Ich glaube, das war die schlechteste Folge heute. Euer Ramses.